Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meiner kleinen Hofladenrunde hier im Münsterland. Das Wetter lädt heute wirklich nicht zum Radfahren ein, warum ich mich aber trotzdem hier auf den Weg mache. Ich starte da, wo ich die letzte Tour letzten Samstag aufgehört habe, beendet habe. Ups, mein Fahrrad rollt weg. Das erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Hilfe, der Wind. Als ich mich in der letzten Woche auf den Weg gemacht habe, vom Emsland ins Münsterland mit dem E-Bike, waren da genauso bescheidene Witterungsverhältnisse wie heute. Nee, letzte Woche war besser, heute kommt noch der Wind dazu. Ja, jedenfalls, da hatte ich mir ja vorher vorgenommen, suchst du unterwegs so einen kleinen Verkaufsautomaten, Hofladen, guckst du mal, was da angeboten wird regional, bist du auch mal was anderes ausprobieren und das kochst du dir, dann hast du was Warmes zu essen. Ist ja nichts geworden, ich habe keinen Automaten gefunden und ihr habt hinterher fleißig in die Kommentare geschrieben, dass ich doch wohl an so einigen vorbeigeradelt bin, aber nicht direkt an der Strecke. Hätte ich nur mal ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links radeln müssen. Nun ja, aber woher weiß ich eigentlich, wo diese Hofläden stehen oder diese Verkaufsautomaten? Und da habe ich ein bisschen Forschungsarbeit betrieben jetzt in den letzten Tagen, in dieser Woche und ein bisschen gegoogelt. Wie kommt man eigentlich dahinter? Wie finde ich diese Hofläden? Einfachste, was mir einfällt, ist bei Google Maps gucken. Einfach eingeben, Hofladen, Verkaufsautomat. Da findet man aber nicht viel. Das ist jedenfalls, was hier in der Region steht an Verkaufsautomaten, nicht alles verzeichnet. Also habe ich weiter geforscht und habe eine Webseite gefunden. Blende ich euch mal eben ein. Farmshops.eu oder farmshops.eu heißt es ja korrekt. Und da bin ich fündig geworden. Und da habe ich mir für die kleine Runde heute hier zwei Hofläden mit Automaten, beziehungsweise einer ist eine Metzgerei, die hat einen Automat draußen. Und das andere ist ein Hofladen, der auch einen Automat hat, rausgesucht. Die steuere ich jetzt an und guck mal oder hoffe oder bin überzeugt, dass es die wirklich auch gibt. Werden wir ja sehen, werden es ja erleben. Ich werde es erleben. Und dann schaue ich mal, was ich da heute in meinen Kochtopf kriege. Ich habe meinen Trangia dabei. Ich habe mir auch schon einen Spot ausgesucht, wo ich mir das Essen zubereite. Und freue mich, wenn ihr mich begleitet auf meiner Tour hier heute. Auch wenn es für mich das Wetter mal wieder miserabel ist, kann euch ja egal sein. Ich hoffe, ihr sitzt im Trockenen, ihr habt es warm. Also auf zu der kleinen Hofladenrunde. Ja, herzlich willkommen in Hohenholte. Gerne fahre ich die Strecke hier durch den Wald, wenn ich in diesen kleinen Nachbarort von Habichtsberg fahre. Aber ihr seht ja hier selbst, da wäre ich da rauszukommen. Nicht so einladend hier heute. So dass ich die Route auch so gelegt habe, dass ich möglichst auf befestigten Strecken unterwegs bin. Kopfsteinpflaster ist ja auch immer wieder schön, wenn es nass ist. Aber auf meinem E-Bike sind die Reifen breit genug für sowas hier, hoffe ich zumindest. Damit ich mir gleich bei den Automaten auch ordentlich was zu essen einkaufen kann, habe ich mir auch Platz im Rucksack gelassen, beziehungsweise in der Fahrradtasche und mir auch heute keine Drohne eingepackt. Letzte Woche war ich noch so vorsichtig optimistisch, dass ich die zum Einsatz kriege. Aber es ist jetzt regnerisch und windig und nee, da macht keinen Sinn. Wenn ihr Volksbankkunden seid, habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, wo eure Bankdaten gespeichert sind, wo ihr also hin müsst, um euren Kontostand positiv zu manipulieren. Das ist hier dieses unauffällige Gebäude mit mehreren hundert Kameras, kein Fenster, nur Lüftungsschächte für Server. Fällt überhaupt nicht auf. Ja, ich weiß gar nicht, ob man sowas filmen darf. Ist auch auf keiner Karte verzeichnet. Wenn ihr das wisst, dann schreibt mir unter das Video, jetzt ist es eh zu spät. Ja, ich komme jetzt hier nach Münster, Stadtteil Nienberge, wo halt der erste Verkaufsautomat steht.
an einer Fleischerei. Und da bin ich schon ganz positiv gespannt, was mich da gleich erwartet. Ich kenne den selber nicht, war da noch nie. Verkaufsautomat 1 jetzt hier in Münster-Nienberge, also bei der Metzgerei hier. Und wir schauen mal rein. Ja, und ich würde mal sagen, ist nicht das, was ich jetzt hier heute erwartet habe. Ich dachte, ich kriege da eine Grillwurst oder irgendwas. Ne? Aber die Metzgerei hat noch auf. Ich gehe mal rein. Ja, ich habe jetzt drinnen mal nachgefragt, warum der Automat da draußen denn nicht richtig bestückt ist. Bei uns im Ort an der Tankstelle steht auch so ein Verkaufsautomat. Allerdings ist nicht von der ortsansässigen Metzgerei. Aber da gibt es immer Grillwurst, 24-7. Und hier nicht. Die machen ja jetzt keine Saison, da ist einfach keine Nachfrage. Das macht keinen Sinn im Moment. Aber ich war da natürlich in der Metzgerei, da gehe ich auch nicht so wieder raus. Die hatten halt lecker Nackensteaks. Er hat mir sogar noch extra eins mariniert, weil Grillfleisch hatten sie jetzt so auch nicht da in der Auslage. Hat er mir aber fertig gemacht, bin ich total happy. Und dann habe ich schon mal ein bisschen was nachher, was ich in den Magen kriege, was warm ist. Und jetzt geht es auf weiter. Zum nächsten Verkaufsautomaten, da bin ich mal jetzt weniger optimistisch wie gerade vorher noch, dass da was drin ist. Bin ich mal ganz gespannt. Und der Hofladen daneben wird, glaube ich, nicht mehr geöffnet haben. Ja, lass uns überraschen. Mal die herrliche Aussicht, die man hier haben könnte. Ich hoffe, das wirkt so auch ein bisschen. Aber ich glaube, da kann ich auch mit Farbkorrektur nachher am Computer den Himmel nicht blauer kriegen. Das wird nichts. Meiner Motivation und meiner guten Laune tut das Wetter hier zumindest keinen Abbruch. Bin ja gerade den Hügel da zweimal runtergefahren und dreimal rauf. Also einmal rauf zur Kamera aufstellen, runtergefahren, raufgefahren. Ich merke, dass die Kamera umgekippt ist. Nochmal runtergefahren, raufgefahren. Und Glück gehabt, dass die Kamera diesmal nicht umgekippt ist auf der anderen Seite. Ja, ist ganz schön windig und dann noch bergauf. Bin ich froh, dass ich so ein bisschen leckere Unterstützung hier im Tretlager habe. Und die Autofahrer denken sich wahrscheinlich auch, ne? Erstmal so ein Bekloppter mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike. Und hat auch eine Kamera in der Hand. Wird aber ordentlich alternative Energie erzeugt hier heute. Das heißt gar nicht alternative Energie, regenerative Energie. Und jetzt hier bei Kilometer 18, wieder schön entlang an der Bundesstraße in Richtung Altenberge. Ja, liebe Leute, wenn ich mir heute einbilde, dass ich was leiste mit meinem E-Bike, müsst ihr mal hier die Dame hier vor mir gucken. Die fährt gegen den Wind, ohne Motor und dem ganzen Gepäck. Da werde ich jetzt mal ein bisschen Windschatten anbieten. Ja, meine Hilfe als Windschattenspender war nicht gefragt. Und hier, guck mal, alte Schmiede. Noch eine herrliche Möglichkeit, ein Päuschen zu machen, wenn hier nicht so ein Sturm wäre. Und ich muss ja auch noch den zweiten Verkaufsautomaten aufsuchen, um erstmal eine komplette Mahlzeit zusammenzukriegen. Bis jetzt habe ich ja nur Fleisch. Ich meine, das reicht ja auch. Er hat ja alles, was man so braucht. Also Fleisch. Und ja, jedenfalls hier so ein Unterstand. Und ich habe ja diese Verkaufsautomaten gefunden auf der Seite farmshops.eu. Und das basiert ja auf diesem OpenStreetMap-System oder Projekt, heißt es ja genau. Und dazu erzähle ich am Ende von diesem Video noch ein bisschen mehr, weil ich habe da noch ein paar Ideen hier jetzt zusammengeklöppelt und möchte das ein bisschen weiter
ausbauen für mich und auch für andere Leute. Aber wie gesagt, dazu ein bisschen mehr am Ende des Videos oder wenn ich was koche, mal gucken, was ich euch dann erzähle. Ja, liebe Leute, wer es nicht glaubt, es gibt noch mehr Bekloppte, die bei dem Wetter draußen unterwegs sind. Ich sag mal angenehm Bekloppte. Ja, ja. Und zwar hat der Theodor mich hier gerade und sein Sohn, der Theodor hat mich erkannt. Der hat mich gerade vom Fahrrad gerufen sozusagen und gesagt, den kenne ich doch, den gucke ich doch. Ja. Und der Theodor macht selber Videos, hat er gesagt, mit der Drohne. Ja. Sag nochmal, wie heißt dein Kanal? Münsterländer Drohnenvideos. Münsterländer Drohnenvideos. Also, liebe Leute, ne, wenn ihr Drohnenaufnahmen, Luftaufnahmen aus dem Münsterland sehen wollt, guckt mal beim Theodor vorbei, mache ich natürlich auch. Und dann gucken wir mal, ne, ob er ein paar Abonnenten mehr bekommt. Ja, genau. Alles klar. Ich reite mal weiter und euch noch einen schönen Spaziergang. Ja, danke gleichfalls. Gute Fahrt auch noch. Jo, danke. Bin jetzt auch schon einige Kilometer hier unterwegs durch den Wald. Hier auch wieder so eine Rastmöglichkeit, eine Infotafel. Von hier oben hat man eigentlich eine wunderbare Aussicht bis hinten nach Tecklenburg raus in den Teutoburger Wald. So 30, 40 Kilometer Luftlinie, aber heute nicht. Durch so einen Kreisverkehr fahre ich übrigens immer nach dem günstiger Prinzip. Und mein günstiger Prinzip geht so. Ich fahre da, wo es für mich günstiger ist. Also wenn ich auf dem Radweg Vorfahrt habe, fahre ich auf dem Radweg. Und so wie jetzt gerade, wo ich als Radfahrer keine Vorfahrt gehabt hätte, kam aber auch kein Auto, habe jetzt ja keinen behindert, fahre ich einfach geradeaus über die Straße. Das Robo-günstiger Prinzip. Und jetzt wird es ein bisschen eintönig in den nächsten Kilometer. Entlang an der Bundesstraße Richtung Lahr. Dann komme ich aber auch schon zum nächsten Verkaufsautomaten. Und ja, ihr habt es ja gut. Ich mache die Kamera aus und wenn ich sie anmache, ist die Bundesstraße schon wieder Geschichte. So. Hier geht es jetzt rechts rein. Und die Spannung wächst, liebe Leute. So ein bisschen was von Abenteuer hier heute für mich. Wird in dem Hofautomaten, in dem Verkaufsautomaten an dem Hof wieder was drin sein? Habe ich das passende Kleingeld dabei? Mag ich das überhaupt? Ja, liebe Leute, ich kann mein Glück kaum fassen, denn hier auf dem Hof Ostkamp scheint der Verkaufsautomat wirklich auch befüllt zu sein. Und hier steht auch frisches und leckeres Hofeis. Da bin ich ja total happy jetzt hier. Ich habe auch schon hier meinen Schnutenpulli aufgezogen. Maskenpflicht hier drin. Ist die Tür mal ein bisschen offen, dass ich auch frische Luft bekomme. Und auch was sehen kann, ne, was ich hier heute kaufen kann. Würstchen, Salzlakenkäse. Ich bin begeistert. Da suche ich mir jetzt noch was Feines aus, was zu meinem Steak dazu passen könnte. Ich kann jetzt nichts mehr sehen, ich bin total beschlagen hier drin. Aber hier können mich ja sehen. Die Kamera beschlägt ja hoffentlich nicht. Und ich habe mir jetzt ausgesucht die Landkartoffelchips, denn Fleisch habe ich ja schon dabei. Oh, der Käse. Den nehme ich auch noch mit. Muss ich mal gucken, wie ich hier bezahlen kann. Kann ich ja auch mit Scheinen bezahlen? Ich kann ja auch mit Scheinen bezahlen. So, Kredit 10 Euro, die 15 soll es dann sein.
Aber ist doch herrlich, ne? Einmal die Landkartoffelchips. Und ich möchte ja noch den Salzlakenkäse haben, und zwar den ohne Paprika. Die 33. So, erst Geld reinschmeißen, dann wählen. Spannend, ne? Da ist er. Oskam Salzler. Ja, das wird dann ja gleich ein nahrhaftes Mittagsmahl. Ne? Kartoffelchips hier, Salzlakenkäse und das Steak, was ich mir gerade schon besorgt habe. Tippitoppi, dann brauche ich jetzt bloß noch einen Spot, wo ich das Ganze zubereiten kann. Aber da habe ich schon eine Idee. Herzlich willkommen in Laa hier am Ewaldibach. Wieder zurück auf die Straße. Ich fahre jetzt hier aus Laa raus und fleißige Zuschauer hier auf meinem Kanal werden das vielleicht erkennen hier. Ist noch gar nicht lange her, dass ich hier gewesen bin. Hier habe ich nämlich die erste Tippitoppi-Tasse aus der Verlosung zugestellt. Ja, und dann wisst ihr vielleicht auch schon, wo es hingeht, nämlich hier die Straße weiter rauf zur Radbahn Münsterland und dann zu dem kleinen Bahnwärterhäuschen. Und ich bin da sehr optimistisch, dass ich bei dem Wetter da alleine sein werde. Aber vielleicht werde ich gleich eines Besseren belehren, ne? Dass ich die Worte noch bereue. Ja, mittlerweile auch schon Kilometer 36 nach gut 2,5 Stunden. So, also hier unten ist die Radbahn. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ne, dass ich hier so ziemlich der Einzige sein werde. Guck mal, das kenne ich auch noch gar nicht, das ist auch neu. Nach jetzt bald 3 Stunden massiver Schräglage wegen Seitenwind. Ich weiß gar nicht, ob mein Mikrofon das noch kompensiert hier. Jedenfalls der Posten. 44. Und ich freue mich jetzt auf was Warmes zum Essen. Tippitoppi. Oh, da hat jemand sein Ladegerät vergessen. Guck mal. Ja, liebe Leute, wenn ihr euch das hier anguckt, was ich hier alles dabei habe, dann wisst ihr auch, warum ich so eine große Fahrradtasche brauche. Und ich habe auch was Neues dabei, jetzt nicht zum Kochen, aber um ein bisschen Gemütlichkeit hier herzustellen. Und zwar habe ich eine Kerze dabei. Das ist eine Outdoor-Kerze. Und die hat mir meine Lieblingsschwiegermutter zu Weihnachten geschenkt. Also, liebe Margot, wenn du das hier schaust, dann weißt du auch, was du mir geschenkt hast. So, und jetzt hier rein.
Das Tolle an der Kerze ist, die hat so einen Federmechanismus. Das heißt, die Kerze wird immer nach oben gedrückt. Die brennt also in dem Sinne nicht runter. Die brennt natürlich schon runter, aber hat immer die gleiche Höhe hier. Das ist schon gleich viel gemütlicher, ne? Hier mit meiner Tipi-Toppi-Tasse und der Kerze. So. Komm mir vor wie so ein Kindergartenkind, hier, man sitzt zu tief. Ich bereite mir jetzt meinen Kocher vor, in dem Fall die Pfanne, weil ich ein Steak habe. Jo. Erstmal ein bisschen warmen Tee. So. Und dann erstmal auspacken. Bin ich dem Herrn in der Fleischerei auch echt dankbar, dass er mir das eben mariniert hat. Besteck schon mal vorbereiten. Und dann werde ich mich auch schon mal ein bisschen über die Beilagen hermachen hier, die Landkartoffelchips. Chips gehen ja immer. Beim Käse muss ich sagen, ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich den jetzt aufmache, dass ich den nicht ganz dicht wieder zukriege für die Fahrt. Den lasse ich jetzt zu, den werde ich dann zu Hause genießen. So. Ups. Noch eine Tüte. Eieiei. Hätte ich doch fast die Tüte mit in der Pfanne gehabt. Ich habe sie in der Pfanne gehabt. Ja, da siehst du, wenn man so gierig ist, ne, Hunger hat. Am Anfang des Videos habe ich ja erzählt, ich möchte noch ein bisschen was erzählen über das OpenStreetMap-Projekt. Ich hatte ja meine Tour letzte Woche dann gemacht. Und im Nachhinein kamen ja Kommentare von euch auch, dass ich da an Automaten vorbeigefahren bin und irgendwelchen Hofläden. Und da habe ich mir schon gesagt, da machst du demnächst selbst eine Karte, die Sachen, die du findest, die E-Bike-Ladestationen und die Verkaufsautomaten, sowas trägst du alles selber da. Ist natürlich Quatsch, macht ja keinen Sinn, muss man ja auch pflegen. Und die paar Daten, die ich da eintrage, das hilft ja auch keinem weiter. Also ich weiter geforscht, dann werde ich auf dieses OpenStreetMap gestoßen. Das war mir schon bekannt, auch als Kartenmaterial jetzt für mein iTrex C, mein Wandernavigationsgerät, das kleine, was ich habe. Und noch ein bisschen mehr mit beschäftigt und dann ja festgestellt, jeder kann ja was dazu beitragen. Also habe ich mir direkt einen Account da angemeldet und alles, was ich jetzt sehe draußen an E-Bike-Lademöglichkeiten, Steckdosen, trage ich da ein. Denn bei uns im Ort waren da keine eingetragen, obwohl es da welche gibt, öffentliche. Ich habe jetzt schlau gemacht, wie man die richtig einträgt, dass die auch als Überladestationen kenntlich sind, dass Autofahrer da nicht fehlgeleitet werden und auch Verkaufsautomaten, wie man die einträgt, ob da Lebensmittel drin sind, ob da Eier drin sind, ob da Milch drin ist und so weiter. Und da habe ich ja Spaß dran, das ist ein spannendes Thema. Bei Komoot gibt es ja auch diese Zusatzfunktion, dass man in die Karte einblenden kann, Überlademöglichkeiten und da werden die Sachen, die ich eintrage, auch irgendwann sichtbar werden, weil Komoot gleicht das einmal wöchentlich ab mit diesem OpenStreetMap-Projekt. Ja, tippitoppi. Und tippitoppi wird auch hier mein Steak. Nochmal hier einen Drucktest, noch einmal noch wenden. Das ist natürlich mal ein ganz schöner Klopper, ne? Aus der Metzgerei so. Wenn ihr euch näher für das Thema Navigieren bei Radtouren interessiert, das ist auch das Thema von meinem nächsten Livestream am kommenden Mittwoch. Das ist der 2. Februar, 18.30 Uhr auf meinem anderen Kanal, Sporo Live. Wer da Interesse hat, einfach abonnieren und zugucken oder hinterher angucken. Und da haben sich die Zuschauer, die mich da schon verfolgen, ja, verfolgen hört sich jetzt negativ an, die mich da schon schauen. Wir interagieren dann ja auch, dass ihr mir dann schreibt im Chat und ihr habt euch gewünscht, das nächste Mal das Thema halt Navigation auf Radtouren. Und dann werde ich das auch mal
weiter ausführen, mich da vorne mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Das ist nämlich eine ganz spannende Sache mit dem OpenStreet. Man kann da eigene Karten erstellen, beziehungsweise eigene Suchkriterien und dann das Ganze sich dann unterwegs auch schnell abrufen. Da habe ich Späßchen dran. Also, wie gesagt, wenn euch das interessiert, Mittwoch. Mal die Schneideprobe. Ich weiß, ich habe eine beschichtete Pfanne, bevor jetzt jemand kommentiert. Ich schneide nicht durch. Das Steak ist fertig. Kann ich natürlich nicht aus der beschichteten Pfanne essen. Aber ich habe ja mein Schneidebrettchen dabei. Ich muss mal noch mal so einen Outdoor-Teller für unterwegs noch zulegen. Mit dem ganzen Gelumpe, was ich mitschlöre, macht das den Braten auch nicht mehr fett. Also. Lecker! Sehr schön. Also wen es interessiert, wie ich jetzt die schmutzige Pfanne sauber bekomme, ich wasche das jetzt ja hier nicht ab. Ich habe das ausgewischt und lege da ein Zebra zwischen und das Schneidebrett von der anderen Seite ja auch schmutzig. Und dann muss das zu Hause nochmal richtig gereinigt werden. Aber so bekomme ich es erstmal mit, ohne dass die Tasche gleich eingesaut ist. So, und alles schön wieder einpacken. Ne? Ein Gasbrenner, die Klappgabel, Pfannenwender, Schwamm, wenn ich abgewaschen hätte. Dann Zange für Topf und Pfanne. Mein Feuerstahl, mein Messer. Der Löffel, das habe ich euch gerade da gezeigt, dass ich das so zusammenpacke und dann wird das Ganze wieder gut verschnürt. So. Reise fertig. So. Alles wieder einpacken. Schlauchschal ist auch eine feine Sache bei so einem Wetter. Dass man keinen kalten Nacken, keinen kalten Hals bekommt. Die Regenjacke. Mikrofon wieder nach draußen, dass Sie mich auch verstehen können. Und da fällt mir ein, einige von euch haben mich nach der letzten Tour gefragt, ob ich keine kalten Finger bekomme, was für Handschuhe ich habe. Wenn es draußen regnet und nicht so warm ist, nehme ich diese hier. Das sind wasserdichte Handschuhe. Die habe ich mir mal gekauft bei Münsterland Giro auf der Ausstellungsfläche. War eben, glaube ich, niederländischer oder belgischer Händler. Weiß nicht, ob man sie auch online kriegen kann. Ich bin damit gut zufrieden. Die sind wasserdicht, aber die wärmen nicht. Also sie haben jetzt keine gefütterte Schicht von innen irgendwie. So ein bisschen gepolstert halt am Griff und sowas. Kann man gut mit greifen. Kann ich auch gut die Kamera mit bedienen. Aber wenn es friert, frieren mir auch die Finger ein. Also bei Regen ist das was, wenn es nicht so ganz kalt ist. Obwohl letzte Woche war es schon ganz schön kalt. Finger waren aber okay. Und heute ist es ja gar nicht so kalt. Es sind 6 Grad. Das ist ja schon fast Frühling hier für mich. Und sonst habe ich halt richtige Winterhandschuhe, wenn es richtig kalt ist. Die sind aber leider nicht wasserdicht. Und die sind aber richtig gut gefüttert. Die habe ich mir auch mal irgendwo gekauft. Also die ist auch nirgendwo bestellt. Die habe ich auch für Münsterland Giro auf der Messe. Ja. Den Helm nicht vergessen. Ja, Posten 44, immer wieder eine feine Sache. Ich glaube, da könnte man sogar drin übernachten. Da ist Platz genug,
unterm Tisch, ich glaube auch für zwei Personen dürfte das kein Problem sein. Aber für mich ist schon ein Problem, hier voranzukommen. Ich glaube, ich muss doch mal jetzt vom Eco in Tourmodus schalten. Ja, gleich viel besser. Ich habe jetzt noch 20 Kilometer vor mir. Jedenfalls nach der Strecke, so wie ich sie geplant habe. Jetzt muss ich gerade überlegen, abzukürzen, dann könnte ich jetzt hier runterfahren. Oder einfach anders zu fahren. Das ist das Problem, wenn man alleine unterwegs ist. Man muss alleine Entscheidungen treffen. Und ich glaube jetzt schon zum dritten Mal in diesem Jahr, in diesem Januar dann ja auch, der alte Bahnhof Dahfeld. Manchmal sage ich auch Dahrup, ist aber falsch. Dahfeld ist richtig. Und hier jetzt ja auch, habe ich schon mal erwähnt und bei Instagram gezeigt, jetzt, ich halte noch mal kurz an. Jetzt hier die E-Bike-Lademöglichkeiten, seht ihr auch, die leuchten schön. Spannung drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss noch mal eben zählen, weil die habe ich heute Morgen eingetragen bei OpenStreetMap. Die könnt ihr also demnächst auch bei Komoot finden. Und ich hätte 4 eingetragen. Man trägt nämlich dann ein, also Charging-Station, Ladestation. Das ist für Fahrräder ist ja, für Autos nein. Trägt man einen auf wie viele und ob es was kostet. Und dementsprechend, dass es auch richtig ist, muss ich noch 2 dazu machen. Ich habe auch gewundert, dass sie noch nicht drin ist. Gerade im letzten Jahr ist auch einiges hier für die Radfahrer gemacht worden. Und auch an dieser Stelle. Denn bis vor einem guten halben Jahr, deswegen gucken, was ich nicht überfahren werde, also bis vor einem guten halben Jahr musste man hier die Straße hochfahren, wenn man nach Billerbeck wollte, über diese Strecke. Hier oben ist ein Hotel. Und seitdem gibt es hier einen richtig schönen Radweg, wie ihr seht. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, meine Route abzuändern. Also nicht zu verkürzen, sondern ein bisschen zu verlängern. Ich fahre jetzt hier lang, weil hier noch ein Hofladen kommt, den ich kenne. Wenn ich das hier schon eine kleine Hofladenrunde nenne, muss ja wenigstens mehr als einer vorkommen, oder? Ja, hier verlasse ich jetzt die Radbahn und fahre jetzt hier auf die Fahrradstraße Richtung Billerbeck. Und da im Hintergrund sieht man schon die Turmspitzen vom Dom in Billerbeck. Der Lugerusdom. Ja, und hier zwischen Billerbeck und der Radbahn Münsterland, an dieser Fahrradstraße hier, die Milchtankstelle vom Hof Reinhardt. Das ist mein Lieblingsverkaufsautomat hier. Hier war ich ja schon mal öfter mit euch, auch auf einer Wanderung. Da schauen wir uns doch mal an, was wir hier bekommen hätten. Moin. So ein Eis zum Nachtisch? Ja, stimmt. Bei dem im Hofautomaten, da stand ja auch Eis draußen. Ne? Habe ich jetzt gar nicht gesehen im Automaten. Das wäre es doch gewesen als Nachtisch. Eier, Kartoffeln und auch Getränke, siehst du wohl. Also das ist das Thema, das werde ich für mich zumindest weiter ausbauen. Und mal schauen, dass ich dann mich noch schlauer mache, wie ich dann Automaten mit dem richtigen Inhalt finde. Die ich euch heute gezeigt habe, die anderen beiden, das war halt als Food gekennzeichnet. Man kann das bei OSM, bei OpenStreetMap, halt auch als Eck für Eier, Fisch, also halt die sogenannte Tags,
kann man das halt kennzeichnen. Also wenn ich sowas einstelle, würde ich den hier natürlich als Royal einstellen. Ich weiß nicht, das schlechte Wetter wirkt irgendwie positiv auf meine Psyche. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich bekloppt. Ja, da geht es jetzt weiter Richtung Billerbeck. Herzlich willkommen in Billerbeck. Ups, fast vorbeigeradelt. Die war lauter Euphorie. Lukerosdom. Das finde ich jetzt auch sehr spannend. Ich hatte 50 Kilometer geplant. So einen großen Umweg habe ich jetzt gar nicht gefahren, aber ich muss noch 10 und habe schon 50. Da bin ich ja gespannt jetzt auf den Livestream am kommenden Mittwoch, was ihr für Tipps für mich habt, dass ich auch immer nur die Kilometer fahren muss, die ich geplant habe. Das passiert mir irgendwie ständig, ne? Egal, was ich plane. Hier wollte ich gerade eigentlich schon wieder sagen, ich sag's jetzt ja auch, eigentlich eine schöne Aussicht, wenn man was sehen könnte. Und da denke ich mir jetzt gerade, tue ich meiner Region hier, meiner Wahlheimat, Münsterland, die Baumbergen, eigentlich was Gutes damit, dass ich die Tour hier heute bei dem Wetter mache? Oder denken jetzt alle, die sich mal überlegt haben, ins Münsterland zu fahren, boah, das sieht ja so trist aus. So, ja. Schlechtes Wetter halt. Und ich schrecke jetzt die Leute hier ab. Ich hoffe nicht. Ich habe das Ganze jetzt hier gefahren und dann werde ich den Film auch rausbringen. Und ich denke mal nicht, dass ihr jetzt einen schlechten Eindruck habt hier von unserer Gegend, falls ihr das hier noch nicht kennt. Ich mache ja auch mal schönen Wettertouren, habe ich ja auch schon eingestellt. Was mir jetzt noch gerade in den Kopf gekommen ist, im letzten Livestream habe ich schon mal gesagt, ich werde mal spontan einen Livestream machen, dass ich mal zeige, wie ich ein Video schneide. Das werde ich jetzt gleich machen bei diesem hier. Also das könnt ihr jetzt im Nachhinein ja auch, wenn ihr diesen Film seht und meinen Live-Kanal noch nicht kennt, einfach mal draufklicken, gucken, wenn euch das interessiert, wie dieser Film hier praktisch zusammengeschnitten wurde, wie lange sowas dauert. Weiß ich auch nicht. Ich denke mal, ich habe so dreiviertel Stündchen, Stündchen Videomaterial und wie ich mich kenne, brauchst du 2 bis 3 Stunden, bis der Film fertig ist. Ich habe vorhin ja schon ein bisschen Werbung für den Theodor gemacht mit seinem Drohnenkanal Luftaufnahmen mitten in Münsterland da. Habe ich selbst noch nicht gesehen, bin mal gespannt, aber er hat mich halt erkannt, das hat mich ja sehr gefreut und hat mich dann ja auch direkt angesprochen. Und wenn ich jetzt über dem schlechten Wetter fahre, hat man ja natürlich Lust auf Touren bei schönem Wetter und ich mache ja nicht nur Videos, ich bin ja auch Zuschauer. Und da habt ihr mich halt auf einen Kanal aufmerksam gemacht, den ich jetzt seit ein paar Wochen sehr gerne gucke. Und zwar ist das der von Patrick unterwegs. Den verlinke ich euch auch mal eben hier oben. Und der hat eine Radreise gemacht 2021, hat sich dafür freigenommen, Sabbatical genommen und macht sowas wohl regelmäßig. Und jedenfalls hat er 51 Folgen sich vorgenommen, beziehungsweise kommen da raus. Ich glaube, aktuell sind wir bei Folge 12. Und das ist halt im Sommer gedreht worden, da war unterwegs und ich finde das total erfrischend. Einmal das schöne Wetter und für mich kommt das auch sehr authentisch rüber und interessant gemacht. Ich gucke mir den gerne an. Könnt ihr mal gucken, ob das auch was für euch ist. Ich habe ihn auch vorgewarnt, dass ich das hier mache. Ich muss auch ein bisschen Sonne haben, ne, bei dem schlechten Wetter. Das sind jetzt schon die letzten Meter hier. Ich möchte aber
natürlich noch ein kleines Resümee ziehen. Das ist jetzt hier nicht wegen dem Regen mal kurz abhaken auf dem Fahrrad. Und darum fahre ich mal eben nach Hause. Dann fahre ich ja sowieso. Aber setze mich gleich mal unter meine Terrassenüberdachung. Dann kann ich in Ruhe nochmal die Tour zusammenfassen. Ja, das waren jetzt 4 Stunden, ja 3 Stunden 59 reine Fahrzeit. Insgesamt mit der Pause, es waren 3 Viertelstündchen, als ich mir das Steak zubereitet habe. Dann also knapp 5 Stunden, ja, knapp 5 Stunden. Und interessant auch, ich habe mein Funkmikrofon die ganze Zeit nicht ausgeschaltet. Ich habe mal gucken, wie lange der Akku hält. Ist es gleich alle? Ich hoffe, ich schaffe das Resümee noch. Aber mit einer Akkuladung Funkmikrofon gehen dann auch gut 4,5 Stunden. Ja, 60 Kilometer waren es jetzt. Aber das Interessante jetzt ja für mich und vielleicht auch für euch ja, wenn es euch interessiert, die Verkaufsautomaten. Ich hatte mir ja vorgenommen, 2 Verkaufsautomaten anzusteuern, den mit der Wurst und dann den von dem Bauernhofladen da. Das habe ich auch gemacht, die habe ich auch gefunden. Die gab es auch, die sind auch in Funktion. Was ich natürlich, ja, das heißt enttäuschend, aber hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der Verkaufsautomat bei der Metzgerei, da, dass da nur ein paar Eintöpfe drin sind. Hätte schon gedacht, dass da auch Würstchen irgendwas drin ist. Habe ich jetzt ja nicht drunter gelitten, dass die noch offen hatten und ich da mein Steak bekommen habe. Aber es war ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ne? Ich wollte ja Verkaufsautomaten finden und nutzen. Dann ja auf dem Bauernhof, okay, mit Maskenpflicht, dann kann man nicht viel sehen, wenn es alles beschlägt. Wenn man da in so einer kleinen Butze drin ist und von draußen reinkommt. Und da habe ich doch glatt die Eistruhe wahrscheinlich übersehen. Das hätte ich mir gerne ein Eis mitgenommen. Das hätte, glaube ich, gut gepasst. Steak mit so einem hofeigenen Eis, von deren eigenen Milch. Das ist ja auch eine feine Sache. Das möchte ich ja auch unterstützen, diese regionale Selbstvermarktung von den Betrieben. Und das finde ich auch klasse. Jedenfalls, die Chips, die ich mir da gekauft habe, sind okay. Die sind jetzt nicht so lecker wie die, die ich sonst esse. Was vielleicht ein Vorteil ist, dann esse ich nicht so viel von den Dingern. Sozusagen Diätchips für mich dann. Aber als Beilage für ein Steak ja eigentlich ungeeignet. Den Käse habe ich noch mitgenommen, auch aus deren eigenen Produktion. Habe ich jetzt ja, wie gesagt, nicht aufgemacht, weil ich dann doch ein bisschen Bedenken hatte, dass mir das in der Tasche rumölt. Das kriegt man, glaube ich, nicht wieder richtig dicht. Und eine Plastiktüte, sowas hatte ich jetzt nicht dabei. Oder irgendeine Dose, die dicht ist, habe ich nicht mitgenommen. Ich habe jetzt ja keinen Sicherheitsvorrat an Essen dabei gehabt. Ja, sonst war das schon gelungen irgendwie, finde ich jetzt. Will jetzt meine eigene Tour jetzt nicht schlecht machen. Die Idee war jetzt ja auch dann nach dieser Karte, die ich jetzt entdeckt habe, die farmshops.eu, ob es diese Sachen dann auch gibt. Die gibt's. Einer als Milchtankstelle zum Schluss noch dann als zweiter Hofladen. Hatte ich jetzt nicht auf der Karte angesteuert. Den gibt es da aber auch. Und das Tolle ist halt für mich jetzt, ich bin ja so ein Spielkind, dass ich jetzt einen Account da habe bei diesem OpenStreetMap-System oder Projekt und dann selber Sachen da ergänzen kann, also selber Sachen ergänzen darf. Und das finde ich total klasse, weil so lebt das Ganze ja auch, dass da wirklich ja jeder, jede Bank ist da eingezeichnet, wenn man die finden möchte, wo man sich hinsetzen kann. Und auch jeder Mülleimer neben der Bank ist da eingezeichnet. Macht das Ganze natürlich ein bisschen unübersichtlich, weil da wirklich alles eingezeichnet ist, auch jeder Strommast und hast du nicht gesehen. Aber man kann das dann ja filtern und damit werde ich mich ein bisschen beschäftigen. Und dann könnt ihr mal auf meine Webseite gucken, wenn euch das interessiert. Da werde ich dann die Links einstellen zu E-Bike-Ladestationen, zu diesen Verkaufsautomaten und zum Schluss auch zu Campingplätzen. Ist ja auch eine interessante Sache, ne? Wo die auch alle bei Google Maps verzeichnet sind. Die machen ja auch Reklame für sich. Dort findet man die auch, aber ich finde das Ganze halt so spannend. Ja, wenn es euch gefallen hat, mich hier heute zu begleiten, auch bei dem schlechten Wetter. Ich hoffe, ich habe keine schlechte Reklame fürs Münsterland gemacht damit. Naja, jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn noch nicht, hat das natürlich gerne den Kanal abonnieren. Und auch ruhig meinen Live-Kanal. Ich mache mich jetzt ein bisschen frisch, dann geht's runter in den Keller. Dieses Video wird geschnitten. Und ihr könnt es dann live sehen, wenn ihr den Kanal schon abonniert habt. Oder halt im Nachhinein, wenn euch das interessiert, wie so ein Video entsteht. Also, bis dahin, bleibt gesund. Euer Swobo. Tschüss.